Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma. Wir sind noch gleich mit Tümmel hier. Also, wir müssen Sir Bern helfen, zur Schattenfeste zu kommen. Das wir eskortieren ihn dahin. Oh. Gut, das wir müssen hier hoch. So. Gut. Auf jeden müssen wir die jetzt, eskortieren. Das machen wir jetzt auch. Und mal gucken, weil wir müssen auf die Karte gucken, wo wir genau sind. Wir müssen irgendwie hier runter. Wir müssen den ganzen Weg hier runter. Das heißt, ich muss mal einen Wegpunkt setzen. So, da müssen wir hin. So, hast du was fallen gelassen? Schönes? Oh, ein schöner Wurmholzsaft. So, jetzt ist doch die Frage, wo wir längs müssen. Müssen wir hier längs? Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier längs geht. Mal kurz nochmal gucken. Das ist ein bisschen schwierig, auf der Karte zu sehen, finde ich. Aber ich glaube, das ist der Weg. So, wir gehen einfach mal hier weiter. Außer, dass ich so komplett verkehrt bin. Nee, das sieht irgendwie verkehrt aus. Müssen wir zurück und den anderen Weg da oben längs gehen. Mein Gott. Ja, man kennt sich noch nicht so gut aus hier. Oh, ein bisschen noch. Doch was. Blinkt doch. Ein Kiefernzweig. Genau den ich haben wollte. So, also wir müssen, glaube ich, durch diese Wegeburg müssen wir da durch die Wegeburg durch. Glaub nicht, ne? So, warte mal. Wir gehen jetzt hier gleich an Abzweigung. Ich guck mal in die Richtung. Also es ist dieser Weg, der auf jeden Fall dahin führt. Dann müssen wir mich hier durch die Burg durch und dann hier weiter einmal außen rum. So. Das scheint zu sein. Na gut. Ja, hier mal längs. Kommen schon auch wieder ein paar Gegner, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir hätten auch nochmal einen Camper mitnehmen können, fällt mir gerade auf, denn wir haben ja noch zwei, wir können ja drei haben. Wir schauen mal. Oh. So, das kann ich auch. Wenn er mit dem Pfeil und Bogen umgehen kann, kann ich es auch. Ja, vielleicht müssen wir zwischendurch mal speichern. Weil ich habe immer Angst, dass man auf einmal drauf geht und dann ist alles futsch. Ärgerlich, ne? So, weiter geht's. Hoch dort. Guck mal, da hat er was hingelegt für uns. Ein Geldbeutel. Hui, 1000. Oder ist auch noch eine Kiste, die nehmen wir auch mit. Mehr Kohle? Und nochmal 1000. Ja, gerne. Nehme ich schon mit. So, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Hier ist noch nichts. Aber hier, warte mal. Schürfen kann ich noch nicht, ne? Ich brauche eine Spitzhacke für bestimmt. Oder muss man auch gelernt haben vielleicht. So, also, guck mal, dann ist die Wegeburg. Da müssen wir auf jeden Fall durch. Das heißt, wir müssen hier definitiv nicht runter, sondern dort hoch. Gut. So, Mondsiegelpass, okay. Dann sind Gegner. Und da ist irgendwo eine Harpie gewesen. Da. Okay, wir können mal gucken, ob wir... Boah, Beast!
Und sie ist tot? Okay. Gut. Lass mal versuchen, die da hinten. Guck mal, ob wir den fünffachen Pfeil-Tornado nutzen können. Ja, lass mal ein bisschen hier hinten hingehen. Oh, ist das Sir Bern, der schon draufgegangen ist? Kann das sein? Das heißt, wir haben Sir Bern schon verloren? Oder bin ich verkehrt? Kämpfen die gegeneinander da? Ne, da ist Sir Bern, okay. Der kämpft für uns. Otto. Was für Bern? Okay. Na warte. Harpyö. So, jetzt haben wir keine Power mehr, aber wir müssen diesen blöden Zauberer da hinten mal platt kriegen. Da ist er tot. Okay. Müsste es gewesen sein, oder? Gut. War ein bisschen stärker hier, aber wir können alles hier mitnehmen, was sie da so haben. Komm, nehmt auch ein bisschen Essen mit hier, Leute. Wenn ihr alles einsammelt, sammelt ihr auch mal eins ein? Nö. Hier, euch ist es egal, ne? Ihr könnt auch einfach so, warum soll man es einsammeln? Gut. War ich ja nochmal hier ganz kurz. Einfach aus dem einfachen Grund, dass ich ja nicht drauf gehen möchte. Und wenn ich drauf gehe, nie wieder ganz von vorne anfangen muss. So. War mal eine Zeit lang überlegen, auch mobile Spiele zu testen. Also nicht nur Nintendo Switch, sondern alles mobil zu tun hat. Also auch hier, die auf Android oder iPhone oder iPad oder so rauskommen. iOS oder Android. Könnt ihr mir mal sagen, was ihr davon halten würdet? Also ich hätte da schon Lust drauf. Noch mehr Wasser? Also ich hätte schon Lust, das wäre doch irgendwie witzig, oder? Es gibt ja auch ein paar ganz coole Spiele auf Mobiltelefonen. Aber naja, könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Oh, ich komme auf die Karte kurz. Scheint der richtige Weg zu sein. Könnte ja witzig sein. So. Hier? Oh cool, hier kann ich mir noch einen Vasallen dazu holen, oder? Wollen wir das nochmal machen? Wir holen uns nochmal einen Vasallen, denn uns fehlt ja einer theoretisch. Also ich habe ja zwei, ich könnte noch einen dazu holen, oder? Findet ein Vasallen euer Gefallen? Kommt mal ran hier, Vasallen. Führung läuft. So, wir brauchen einen Peach, Kämpfer. Ich nehme die jetzt einfach mit. Obwohl, warte mal. Ja, wir gucken mal ganz kurz die anderen nochmal an. Was denn? Warwick? Er so wie ich. Burel. Alisander. Dill. Den haben wir ja schon. Also ich glaube hier nur Warwick mit. Der sieht irgendwie auch fett aus. Yes, Arisen. I am honored to travel with you.
Super. Und dann geht's zurück. Perfekt. Bin immer gespannt. Haben wir lieber jemanden dabei, der uns noch ein bisschen mehr helfen kann. Weil es wird schon ein bisschen kritisch gerade, habe ich auch schon gemerkt. Einer fehlte da auf jeden Fall. Hallo, Warwick. So, wir gehen weiter. Lager. Kopfsteinhöhle. Was sag ich? Wir müssen ja einmal da komplett rum und hier wieder hin. Ne? Das ist echt ein weiter Weg, kann das sein? Mann, oh Mann. Aber einen anderen Weg gibt's ja nicht. Gut. Das nächste Mal können wir auch dahin. Also können, zurück können wir ja reisen ganz schnell. Wenn man nicht so Steine da oben, die da hinten, wenn man geradeaus guckt, die Steine da hinten, die da oben auf dem Stein sind, muss ich mal ein bisschen an Zelda denken, Zelda. Und dann sind da irgendwelche von diesen kleinen Viechern da unter. Weiß nicht warum. Was? War schon richtig, wo längst gehen, ne? Ja, okay. Lauf mal ein bisschen. Auch direkt hier unten längs gehen? Okay. Nicht Abkürzung, wir da unten längs gehen? Genau, wir gehen geradeaus und dann gehen wir direkt geradeaus rüber. Ich weiß nicht, wie tief man da fallen kann, aber wir versuchen es mal. Würde sie alle? Wieder angegriffen? Komm her, dreh um. Heiler, wir haben einen geilen Eiszauber da gemacht. So, wie geht's dir? Haben wir doch gerade schon. I owe you a debt. They were of the Southern Bandits from the look of them. Worse than, thanks to you, I'm alive and whole. But those rats made off with all I had. Even took that magic book. Was? Das magische Buch? Das sollen wir doch suchen. Have an interest in such tomes, do you? Ja. This was Salamet Grimoire. Seems it chanced to survive the blaze when the old council's library burned down. It is a rare and powerful tome, as I hear it told. So I bought it from a merchant of my acquaintance. If it truly holds such power, the likes of salvation would... it matters not. In any case, it is lost now to those damnable thieves. Next Arpad's cross, I'll take them for all they're worth. Ermittelt gegen die Räuber, okay. Aber die machen wir jetzt ja nicht, wir machen jetzt erstmal die andere. Weißt du noch mehr? I owe you a debt, sir. My thanks. They were of the Southern Bandits from the look of them. Thanks to you. Okay, das ist noch das gleiche. Gut, im Süden, ja, können wir nochmal runtergehen, aber jetzt machen wir erstmal unsere andere Quest fertig. Können wir nicht irgendwie in die Richtung einfach direkt gehen? Kommen wir nicht hoch, ne? Also direkt rüberklettern können wir nicht, das heißt, wir müssen auf jeden Fall außen rum gehen. Bin ich verkehrt. Mal da runter zum Weg.
So schlimm ist das nicht. Okay. Welchen Weg müssen wir hier? Die Richtung scheint zu stimmen. Ah, du blöde Töle. Ja. Hörst du auf zu brüllen und deine blöden Gefährten zu holen? Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Ah, du blödes Viech, so. Okay. Ein bisschen schade, dass sie immer so viel das Gleiche reden, ne? Macht dann auch nicht so viel Spaß. Aber naja. Aber da kommt ein großer Stein. Es könnte eine Falle sein, man weiß es nicht. Richtig hier? Ja, sind wir. Okay. Na komm, hier waren wir ja schon mal. Deswegen ist es nicht so wild, wenn der Stein jetzt runterkommt. Mal kurz zur Seite zu gehen. Gehen wir hier rüber? Bitte bleib nicht da stehen, Sir Bern. Der Bern? Okay. Komm, wir gehen hoch. Sir Bern. Na, das kennen wir ja schon hier. Hatten wir ja schon. Hat viel mehr Sinn, wenn man die ein bisschen kontern kann. Oh, ich habe ihn in den Berg versenkt. So, hier kommen auf jeden Fall noch ein paar mehr Gegner. Bin mir ziemlich sicher. Hier waren wir nämlich schon mal. Oh, hat er mal, den hat Sir Bern aber mal ordentlich platt gemacht, oder? Eieieiei. Null Chance. Na komm. Weiter. Wir müssen noch durch diese blöde Burg da durch. Mann, Mann, Mann. Du Scheiße. Warte mal. Wir müssen da vorbei, aber wir müssen einmal hier speichern. Vielleicht da drauf gehen. Also so eine Folgen, die dreht man auch echt mal schnell ab hier. Das ist ja wirklich ewig groß, das Land. Aber so ist das. Ach, da oben sind Gegner, okay. Okay, das war's von ihm. There's no way we could have lost to that. Okay, ey, was? Wo ist er? Den hab ich gar nicht gesehen da hinten. Scheiße. Schnell hin und den noch retten, bevor der komplett verloren ist.
Bin er runtergefallen? Ah, müssen wir kurz runter. Wie kommen wir denn da hoch, du Heines? Oh, wir können da hinten längs, okay. Wo bleiben unsere anderen Gefolgsleute? Ah, die sind alle da. Okay, wir müssen mal gucken, wo wir hier jetzt... Können wir auch hier längs schleichen irgendwie? Dann müssen wir da oben längs. Da geht irgend so ein großer Typ da unten längs. Pass auf, er ist da unten, dann lassen wir die da unten rumkriechen. Wir gehen hier weiter. Das sind die Echsen? Ach, ich glaube, das sind die Echsen, ne? Ja, das sind die Echsen. Komm, wir gehen hier an der Seite, schleichen wir uns längs. Wir müssen ja gar nicht mit denen kämpfen. Die können ja ruhig da ein bisschen liegen bleiben. Die Karte gucken mal. Naja, wir kommen ja wieder auf den Weg rauf. Das lässt uns lieber den Weg folgen, als hier querfeld einzujumpen. Ich soll einfach mal drauf gehen. Aber so umgehen wir ja auch die Gangster da, wollte ich gerade sagen, die Banditen. Obwohl es natürlich auch die Banditen sein könnten, die den Foliant haben, ne? Warte, da können wir noch hin. Und hier irgendwas mit Ausdauer hier? Mal kurz und dann gucken, ob wir noch irgendwas für Ausdauer haben. Okay, haben wir natürlich ein paar platt gemacht und wir haben auch ein bisschen was verloren. Aber das scheint nicht der Typ mit dem Foliant gewesen zu sein. Oder? Nicht danach raus. Oben rauf. Mal. Nö. Nein, macht ja nichts. Gehen wir erstmal weiter. Wir sind zur Schattenfeste. Ups. Los geht's. Wieder ein paar. Also, hier sind ganz schön viele Verbrecher unterwegs, kann das sein? Keine Ausdauer mehr! Warte. Ausdauer hole ich mir wieder. Sure. Hoffe ich zumindest. Yeah.
Boah. Was? Shit. Boom, Leute. Na gut. Wo ist das? Das kann passieren. Ich weiß gar nicht, was wir gespeichert haben. Ich glaube, ein Stückchen her, ne? Zumindest vor den ersten. Ja, vor denen. Achso, wir müssen noch Dings holen hier. So. Mal her. Die Hyopies. Hier nochmal hier unten längs. So, seid ihr alle? Wo ist denn Sir Bern? Da ist er, okay. Gut, speichere nochmal kurz. Ah, das nervt mich gerade so ein bisschen. Wir da noch gestorben sind jetzt. Na gut. Und? Wir sind hier an der Seite längs. Shall we jump? We might shorten our path or our lives. Ja super, sterben wollten wir nicht. So, hier oben brauchen wir gar nicht angreifen, denn das hat uns ja nichts gebracht. Außer Punkte vielleicht. Will wir hier unten längs? So, die müssen wir jetzt irgendwie platt kriegen. Frage ist nur wie. Sind ja schon ein paar. So, kurz mal die Ausdauer erneuern. Oh. Halt, die Sille ist schon wieder umgekippt. Oh, oh, oh. Mann, Mann, Mann. Schlecht. Ah, ja, die wollen wir noch sehen können, warte. Mach ich ihn da. Alter! Jetzt auch platt. Ah, super, super, super. Was haben die das fallen gelassen hier? Ole. Was ist denn hier? Them, boys. Wer ist denn schon wieder umgekippt da? Komm, so dill.
Okay. Was war denn das hier, was man einsammeln konnte? Futterbohne. Futterbohne, immer mal mit hier die Futterbohnen. Super. Gut. So, ich würde sagen, hier rasten wir für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.